Assalamu alaikum und hallo zu unserem heutigen Infoabend. Wir haben uns an die akademischen Gepflogenheiten gehalten und noch eine Viertelstunde knapp verstreichen lassen. Und tatsächlich sind noch einige gekommen. Ja, unser heutiger Infoabend, Jesus im Islam, den wird uns Abdul Qadir Schabel gleich etwas darüber erzählen, über Jesus im Islam. Er wird sich dann auch kurz vorstellen. Ich möchte wie immer mit einem kleinen Koranvers einleiten und dann direkt das Wort an unseren Referenten übergeben. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. In seiner ungefähren Übersetzung: O ihr Menschen! Wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernen möget. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Gott ist der Gottesfürchtigste, der mit dem intensivsten Gottesbewusstsein. Gewiss, Gott ist allwissend und allkundig. Ganz kurz noch zum Ablauf. Es wird jetzt ungefähr eine Stunde den Vortrag geben. Im Anschluss daran, das müssen wir dann gucken, die Diskussionsrunde bzw. das Gebet, je nachdem, wie lange sich die Diskussionsrunde zieht, vielleicht das Gebet dann auch im Anschluss daran. Und im Anschluss an die Diskussionsrunde und das Gebet werden wir dann runtergehen zu Kaffee und Kuchen für alle, die möchten, vielleicht die Diskussion zu intensivieren, die dann im Anschluss an den Vortrag vielleicht entstanden sein mögen, wird es dann unten Kaffee und Kuchen geben. Ja, schön, dass du da bist, Abdul Qadir Schabel, und ja. Leg los. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Namen Allahs des Erbarmers, des Barmherzigen, der Friede Gottes sei mit euch. Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, der alles geschaffen hat und der uns heute Abend hier zusammengeführt hat zu diesem Thema, das mir vorgeschlagen wurde, Jesus im Islam. Und ich bitte Allah darum, dass er mir die richtigen Worte gibt, um dieses Thema auch heute Abend richtig zu vermitteln. Zu meiner Person, Abdul Qadir Schabel. Schabel, das klingt, ja, es gibt auch im Libanon Schabels, aber es ist ein deutscher Nachname. Und ich bin 1979 zum Islam gekommen und versuche seither mit meiner Familie, mich der islamischen Lebensweise anzunähern, also diesem hohen Ideal des Friedenmachens und des Gerechtigkeitslebens, mich und meine Familie näher zu bringen. Das Thema heute, Jesus im Islam, ist kein leichtes Thema, weil es nichts gibt, was Christen und Muslime mehr verbindet und mehr trennt als die Person Jesu. Und es ist immer, gerade wenn man sich im Dialog befindet, natürlich wichtig, sich über die Dinge zu unterhalten, die uns verbinden. Und das sind nicht wenige. Aber es ist auch wichtig, über die Dinge zu sprechen, die uns trennen. Also wo wir verschiedener theologischer Meinungen sind oder wo wir die Person jeweils aus unserem Blickwinkel betrachten. Ich möchte aber vorweg, und das wird auch dann ganz am Ende nochmal wiederholt werden, schon mal das Wichtigste, was wir an Gemeinsamkeiten haben, hervorheben. Das sagt einmal Jesus, der Friede sei mit ihm, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, sagt, keiner ist gläubig, bis er nicht für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selber wünscht.
Und das ist so die, ja eigentlich das, was das Leben unserer Religion ausmacht und was ich nach außen beweisen soll. Dass wir also unsere Nächsten so betrachten und so achten und ehren, dass wir ihm das wünschen, was wir uns für uns selbst wünschen. Und das verbindet eben diese beiden Personen, Jesus und Mohammed, Friede sei mit beiden. Wenn ich dann im späteren Zeitpunkt auf die Unterschiede eingehe, dann liegt es mir wirklich fern, irgendjemanden christlichen Glaubens zu verletzen oder anzugreifen, sondern ich respektiere jeden Menschen, egal welchen Glaubens er angehört. Und das geht auch aus dem Koran hervor an vielen Stellen, wo es zum Beispiel heißt, es gibt keinen Zwang in der Religion oder im Glauben. Und das heißt nichts anderes, dass man kann niemanden zwingen, das zu glauben, was man selbst glaubt. Das funktioniert nicht, sondern jeder muss im Laufe seines Lebens sich Fragen stellen und er muss sie sich beantworten und danach wird er sich für den einen oder anderen Weg entscheiden. Und das müssen wir als Menschen respektieren, die verschiedenen Entscheidungen, die getroffen wurden. Deshalb auch ein Koranvers, der das nochmal sehr deutlich macht. Ich komme dann noch gleich genauer auf den Koran und die Überlieferung des Gesandten Mohammed, aber nochmal, um bei diesem Thema zu bleiben, die Verschiedenheit, sagt Allah im Koran, jedem von euch gaben wir eine Norm und eine Heerstraße und gemeint sind damit die drei großen Weltreligionen, Judentum, Christentum und Islam. Jedem von euch gaben wir eine Norm und eine Heerstraße und so Allah wollte wahrlich, er machte euch zu einer einzigen Gemeinde. Doch will er euch prüfen in dem, was er euch gegeben hat. Also es wäre für Allah, für Gott ein leichtes, alle Menschen ja, die gleichen Grundsätze zu geben. Aber er sagt hier im Koran, doch will ich euch prüfen in dem, was ich jedem von euch gegeben habe. Wetteifert darum im Guten. Zu Allah ist eure Heimkehr allzumal und er wird euch aufklären, worüber ihr uneins wart. Also die Unterschiede sollen laut koranischer Aussage uns anspornen, zu wetteifern im Guten, nicht in Krieg und Mord und gegenseitiger Missgunst und Misstrauen und Gewalt, sondern wenn wir sagen, ich bin überzeugt, dass mein Lebensweg, meine Religion die richtige ist, dann soll sich das beweisen an gutem Charakter, an guten Taten, an friedlichem Umgang mit den Menschen, an Gerechtigkeit, an gerechten Umgang mit den Menschen. Und dann wird man sehen, was zum Erfolg führt. Und letztendlich wird Gott, zu dem wir alle heimkehren werden, uns am Ende dann aufklären, worüber wir uneins waren. Eine andere Stelle heißt, und verstoßt nicht jene, welche ihren Herrn anrufen, in der Früh und am Abend sein Angesicht verlangend. Nicht liegt es dir, ob sie in irgendetwas zu beurteilen und nicht liegt ihnen, ob dich in irgendetwas zu beurteilen. Und so du sie verstößt, bist du einer der Ungerechtigen. Also das heißt nichts anderes, auf Deutsch gesagt, kümmere dich um deine Sache. Ja? Es liegt, du darfst die anderen nicht verurteilen, ja, über das, was sie leben oder das, woran sie glauben, sondern sie beten Gott an auf ihre Art und Weise und es liegt eben bei Gott, diese Gebete und diese Andacht anzunehmen und nicht bei dir irgendetwas darüber zu beurteilen. Das vorweg, um deutlich zu machen, dass der Koran und der Islam hier viele Ansätze für uns Muslime gibt, eben einen Dialog zu führen, der auf Augenhöhe in gegenseitiger Achtung funktionieren kann, auch bei Dingen, die uns letztendlich trennen. Ich werde im Laufe der Zeit jetzt heute Abend sehr viele Koranstellen bringen und deshalb erlauben Sie mir noch vorweg einige Worte zum Koran und zu den Überlieferungen des Gesandten Mohammed. Der Koran ist sprachlich und inhaltlich gesehen von Allah geoffenbart eine verbale Inspiration. Über 23 Jahre hinweg wurde sie dem Gesandten Mohammed durch den Engel Gabriel übermittelt.
und immer anlassspezifisch. Also es heißt, innerhalb der 23 Jahren hat sich die Gemeinde entwickelt und es gab dann eben bestimmte Situationen, bestimmte Anlässe, wo Offenbarungen dazu kamen. Und das macht auch sehr deutlich, dass wir, wenn wir uns mit dem Koran auseinandersetzen, uns immer auch vergegenwärtigen müssen, wann wurde es geoffenbart, warum wurde es geoffenbart, in welchem Kontext wurde es geoffenbart, um dann letztendlich für uns heute die Schlussfolgerung zu ziehen, was bedeutet das heute, was bedeutet es damals, was bedeutet es heute. Da heißt es dann, im Monat Ramadan kam die erste Offenbarung, ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und der Unterscheidung. Also der Koran hat verschiedene Namen, einer davon ist eben das Buch, das unterscheidet, Al-Furqan. Und wir werden auch sehen im Laufe der Zeit, also wir Muslime sagen, der Koran ist eben authentisch, also auch wenn man das jetzt geschichtlich und wissenschaftlich aufarbeitet, weiß man, dass der Koran von dem Gesandten Mohammed diktiert wurde, niedergeschrieben wurde und spätestens 2 Jahre nach seinem Ableben in dieser Form festgehalten war, in dem wir ihn, der er heute noch vorliegt, und zwar auf der ganzen Welt gleich. Es gibt keine Unterschiede in den Koran, egal in welcher Stadt man in einer Moschee einen Koran aufschlagt, es ist immer das Gleiche, was da drin steht. Und das kann man eben von Tora und Evangelium, also dem Neuen Testament, eben heute nicht so behaupten. Und deshalb heißt es auch die Unterscheidung. Also wir benutzen, wenn wir das Alte Testament und das Neue Testament lesen, immer der Koran als derjenige, der die Dinge zurechtrückt, unterscheidet. Und weiter heißt es, und er hat die Tora, also Gott, hat die Tora und das Evangelium herabgesandt, vor dem als Rechtleitung für die Menschen, und er hat das Buch zur Unterscheidung herabgesandt. Also hier wird ganz deutlich gesagt, jeder, Moses hat die Tora bekommen, Jesus das Evangelium, und zu dir, gemeint ist Mohammed, Friede sei mit allen Propheten, die Unterscheidung, also den Furqan, den Koran. Wenn wir also die anderen Bücher betrachten, kann man sagen, als Muslime durch die Brille des Koran. Die Hadiths, die Überlieferung des Gesandten Mohammed, sind einfach die Beispiele, die Aussprüche, das, was er uns vorgelebt hat, des Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm. Da heißt es, Allahs Gesandter hat gesagt, ich wurde von den anderen Propheten ausgezeichnet, mir wurde die Zusammenfassung der offenbarten Worte gegeben. Also das quasi abschließende verbale Inspiration, die Offenbarung, die quasi all die Offenbarungen, die vorher waren, abrundet. Wir betrachten als Muslime die Tora und das Evangelium also durch die Brille des Islam. Über die Stellung der Propheten heißt es im Koran, und das ist auch ganz wichtig, da muss man zunächst nochmal sagen, wir sprechen zwar von den 3 monotheistischen Religionen, aber im Islam nennen wir das Tauhid, also der reine Monotheismus, der Glaube an den einen einzigen Gott, der mit Worten nicht zu beschreiben, mit Gedanken nicht zu erfassen ist, der außerhalb der Schöpfung steht, der alles geschaffen hat und der also auch, so heißt es im Koran, weder zeugt, er ist nicht gezeugt, noch zeugt er und nichts ist ihm gleich, also man kann nicht irgendetwas ihm gleichsetzen. Im Koran heißt es dann ableitend, wenn man also sagt, es gibt nur diesen einen Gott, dann sind nach islamischer oder nach dem Glauben der Muslime alle Propheten von diesem einen Gott gekommen und geschickt worden. Das heißt, wir Muslime glauben an alle Propheten von Adam bis eben zu Mohammed. Und im Koran heißt es dazu an mehreren Stellen, sprecht, wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist und was Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen Israels herabgesandt wurde und was Moses und Jesus gegeben wurde und was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied
und ihm sind wir ergeben. Also die Propheten, Gesandten werden alle erwähnt im Koran und hier an dieser Stelle wird wieder deutlich, wir glauben an diesen einen Gott, wir glauben an Allah und an das, was alle Propheten gebracht haben. Das heißt aber auch, dass nach unserer Überzeugung alle Propheten, Gesandten Muslime waren. Im Sinne dessen, weil der Weg Allahs ist der Islam und Islam heißt nichts anderes als abgeleitet von der Wortwurzel Salam, Friede, der Weg des Friedens oder Frieden machen. Das ist natürlich nicht die einzige Erklärung dieses Wortes Islam, aber es ist einer der Wege. Und unter diesem Aspekt des Friedenmachens waren alle Propheten Muslime, nach unserer Auffassung. Und nur die Offenbarungen und die Lebenswege der einzelnen Gesandten war eben zeitspezifisch immer eine andere. Weiter heißt es, und wir entsandten vor dir lediglich Männer, denen wir die Offenbarung zuteil werden ließen. Fragt nur diejenigen, die von der Ermahnung wissen, wenn ihr davon nichts wisst. Und wir machten ihnen keinen Leib, dass sie keine Speise bedurft hätten, noch dass sie ewig lebten. Dann erfüllten wir ihnen das Versprechen und wir erretteten sie und die, die wir wollten. Die Übertreter aber vertilgten wir. Das ist eine Stelle, die habe ich ausgesucht, weil es deutlich macht, dass es hier ganz klar heißt, die Gesandten waren alle Menschen. Wir machten ihnen einen Leib. Also, oder hier ist in der Verneinung hier, wir machten ihnen keinen Leib, dass sie keine Speise bedurften. Also es heißt, alle waren Menschen, alle mussten essen, alle waren der Weltlichkeit unterworfen, der Natürlichkeit unterworfen. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. So, jetzt kommen wir aber dann zum eigentlichen Thema. Jesus im Islam, also alle diese Voraspekte sind wichtig jetzt bei der Betrachtung, also wie wir eben als Muslime das Thema sehen jetzt. Das Material oder das, was wir über Jesus, Friede sei mit ihm, wissen aus dem Koran, zu seiner Lebensgeschichte im Koran, wird Jesus wird im Koran Isa genannt. Ja? Also Isa, was wir über ihn wissen, findet sich in insgesamt 15 der 114 Suren. Also in 15 Suren wird er namentlich erwähnt. Zum Teil ist es nur die Aufzählung, so wie eben, durch die verschiedenen Propheten, wo er eben auch Erwähnung findet. Am ausführlichsten berichtet aber die Sure 19 mit dem bezeichnenden Namen Miriam, also Maria, der Mutter Jesu. Und das ist also die Sure Miriam ist was ganz Besonderes, weil sie eben einmal am ausführlichsten über Isa, Friede sei mit ihm, redet oder offenbart. Auf der anderen Seite, weil es die einzigste Sure ist, in der eine Frau mit Namen benannt wird. Es gibt keine andere Frau im Koran, die mit namentlich erwähnt wird, sondern nur Maryam, Maria. Und da gibt es eine eigene Sure. Beginnen müssen wir aber mit einem Abschnitt aus der Sure 3, das ist das Haus Imran, die Familie Imran. Die Geschichte, Jesus beginnt nämlich im Koran mit der Geschichte seiner Mutter, der Tochter Imrans. Also es gibt dann also auch diese Stelle, wo über das Haus Imran gesprochen wird. Da heißt es, als die Frau Imrans betete, mein Herr, ich weihe dir, was in meinem Schoße ist, so nimm es von mir an, du bist der Hörende, der Wissende. Und als sie es geboren hatte, sagte sie, mein Herr, siehe, ich habe es als Mädchen geboren. Und Allah wusste wohl, was sie geboren hatte, denn ein Junge ist nicht wie ein Mädchen. Und ich habe es Maryam genannt und ich befehle sie in ihre und ihre Nachkommenschaft in deine Obhut vor dem gesteinigten Satan. Die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass eigentlich die Frau Imrans sich einen Sohn gewünscht hat, den sie dann der Synagoge übergeben wollte. Tempel übergeben wollte, dass er also im Tempel aufwächst und jetzt hatte sie ein Mädchen geboren.
Und das ist eben auch etwas ganz Besonderes, weil es nicht üblich war, dass junge Mädchen im Tempel erzogen wurden oder da gelebt haben. Aber Allah hat eben Maryam angenommen und sie wurde dann in die Obhut des Tempels gebracht. Die Mutter der Maria, die Frau Imrans, hatte Maria zur Welt gebracht und sie und ihre Nachkommenschaft dem Schutze Allahs vor dem Satan anvertraut. Hierzu noch ein Hinweis aus der Hadith-Literatur. Der Prophet Mohammed hat gesagt, kein Nachkomme Adams wird geboren, ohne dass der Teufel ihn bei der Geburt berührt. Und so schreit er laut wegen der Berührung des Satans, außer Maryam und ihrem Sohn. Also das ist quasi eine Hervorhebung durch die Hadith, dass also Maryam und Isa, ihr Sohn, eben ganz besonders von Allah in einer ganz besonderen Art und Weise bevorzugt wurden. Der Koran erwähnt weiter, dass Allah Maryam huldreich annahm, sie also in der im Tempel annahm, sie heranwachsen ließ und Zacharias, der Vater des Johannes, dem Propheten Yahya, für sie sorgte. Also sie war jetzt im Tempel und Zachariah, der Vater des Johannes, hat für sie gesorgt. Im Koran heißt es dann, und jedes Mal, wenn Zachariah zu ihr in die Nische trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, O Maryam, von wo hast du das? Sie sagte, das ist von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne Abrechnen. Ich erwähne das deshalb, oder diese Verse sind deshalb auch vor der Geburt Jesu erwähnt, weil hier Wunder geschehen. Und es ist ja meist so, dass im christlichen Glauben hervorgehoben wird, dass Jesus Wunder bewirkt hat. Und wir sehen hier in den Vorgeschichten, dass hier auch schon im Vorfeld, bevor er geboren wurde, Wunder geschehen. Also dass Maryam aufgenommen wird im Tempel, dass sie dort Versorgung von Allah bekommt, also Speise, Essen bekommt, Versorgung bekommt im Tempel. Und niemand weiß, wo das herkommt, das Essen. Das ist also ein Wunder, dass sie da versorgt wird. Also, und die Erklärung darüber ist dann eben einfach, Gott tut, was er will. Bevor der Koran hier mit der Geschichte der Maryam fortfährt, schiebt er die Geburt des Propheten Johannes ein, dessen Vater ja Zacharias war. Und das ist auch eine ähnliche Geschichte, beide in hohem Alter. Eigentlich nicht mehr fähig, Kinder zu bekommen. Und da heißt es dann, mein Herr, wie könnte ich einen Sohn haben, wo ich schon ein hohes Alter erreicht habe und meine Frau unfruchtbar ist? Und es wird ihm geantwortet, so macht Allah, was er will. Also es sind Dinge, die erwähnt werden vor der Geburt Jesus, die verdeutlichen, dass Allah Wunder tut an uns Menschen, an den Menschen, an den Gesandten. Durch seinen Willen geschehen Dinge. Gott tut, was er will. Und es heißt dann auch weiter, um das ganz zu verdeutlichen, Isa, Friede sei mit ihm, ist vor Gott wie Adam, Friede sei mit ihm. Er schuf ihn aus Erde, dann sprach er zu ihm, sei und er war. Adam ist ohne Vater und Mutter entstanden. Nur aufgrund dessen, dass Allah gesagt hat, sei. Ja? Und so ist er entstanden. Und Jesus ist ohne Vater entstanden. Also Wunder, also zu sagen, Jesus ist etwas ganz Besonderes, weil er ohne Vater geboren wurde, ist keine Hervorhebung dessen, weil es hat Wunder vor ihm gegeben und Adam wurde ohne Vater und Mutter von Gott geschaffen. Aber Gott macht, was er will. Nicht, was im menschlichen Ermessen liegt, also das, was wir begreifen können. So war es mit Adam, so war es mit dem Sohn Abrahams, ähnliche Geschichte, hohes Alter, von der in der Sure 11 berichtet wird, dass seine Mutter, als ihr seine Geburt verkündet wurde, lachte sogar und sagte, wie soll ich gebären, wo ich eine alte Frau bin und dieser mein Ehemann ein Greis. Also diese Dinge sind für Gott machbar, für Gott ist alles machbar. Jetzt kommen wir zur Ankündigung der Geburt Jesu. Da heißt es,
als die Engel sagten, O Mariam, Allah gibt dir frohe Kunde, mit einem Wort von ihm, sein Name ist Messias, Isa, Sohn der Mariam, angesehen im Diesseits und im Jenseits und von den Gott Nahestehenden. Er redet zu den Menschen in der Wiege und im vollen Alter und ist einer von den Rechtschaffenden. Sie sagte, mein Herr, wie kann ich einen Sohn haben, wo mich kein Mensch berührt hat? Er sagte, so ist Allah, er schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, spricht er nur dazu, sei und sie ist. Ähnliches ist auch in der Sure 19, Maryam, zu lesen. Dort heißt es, da sandten wir unseren Geist zu ihr und er erschien ihr wie ein Mensch. Sie sagte, ich nehme meine Zuflucht beim Barmherzigen vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte, ich bin ein Gesandter deines Herrn, dass ich dir einen reinen Knaben gebe. Sie sagte, wie kann ich einen Knaben haben, wo mich kein Mensch berührt hat und ich keine Hure bin? Er sagte, so ist es, denn dein Herr spricht, das ist mir ein Leichtes. Damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und als Barmherzigkeit von uns, und es ist eine beschlossene Sache. Also der Koran spricht hier an diesen beiden Stellen sehr deutlich über die jungfräuliche Geburt. Das ist also auch, dass ein Wunder Gottes ist, das er zum Beweis an die Menschen tut. Und beiden Berichten gemeinsam ist der Hinweis, dass Mariam, sie könne kein Kind bekommen, weil sie ihn unberührt ist. Und die Antwort ist eben einfach, Allah tut, was er will. Und jetzt kommen wir zu einem kritischen Vers, den ich aber nicht unerwähnt lassen möchte. In Sure 471 wird auch diese Person, dass es eben also ein Mensch ist, noch mal ganz deutlich hingewiesen. Ihr Leute der Schrift, hiermit ist gemeint, ihr Christen, übertreibt nicht in eurer Religion und sagt über Gott nichts außer der Wahrheit. Der Messias-Sohn, der Maria, ist Gesandter Allahs und sein Wort, das er in Maria legte, und Geist, sagt nicht Trinität, lasst ab, das ist besser für euch. Allah ist ein einziger Gott, doch erhaben darüber einen Sohn zu haben. Sein ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, und Allah genügt als Fürsorger. Also das ist auch eine Stelle, wo also jetzt die Christen im Dialog ganz klar und deutlich darauf hingewiesen haben, zu sagen, sagt nicht, Gott ist drei. Gott ist der einzige, unteilbare Schöpfer. Und er hat Wunder vollbracht im Diesseits und er hat uns Gesandte geschickt und Offenbarungsbücher geschickt und Wege gezeigt aus diesem Chaos, Rechtleitung gegeben. Und hier wird eben deutlich, dass der Koran ganz klar sagt, auch Jesus war ein Gesandter und Prophet. Er war nicht ein Teil Gottes. Es ist ganz interessant, ich habe mir zu Hause nochmal die Bergpredigt angeschaut, und weil ich gesagt habe, alle Propheten waren Muslime im Sinne von Islam, Frieden machen. Und wenn man die Bergpredigt durchliest und dann steht dann, selig sind die, die Frieden bringen, denn sie werden Söhne Gottes genannt. Ja, also, dass man in der damaligen Zeit, wenn man von Gottes Sohnschaft sprach oder Sohn Gottes sprach, niemanden meinte, der sich eben zu Gott hinwendet, der Rechtleitung folgt, dann ist das durchaus nachvollziehbar. Aber zu sagen, Gott hat einen leiblichen Sohn, der hierher gekommen wird, wird hier ganz klar vom Koran in Abrede gestellt. Dieser Vers bestätigt also noch einmal, dass es bei der wundersamen Schöpfung Jesus um Gott, den allmächtigen Schöpfer, geht, nicht darum, in Jesus etwas anderes zu sehen als einen Menschen. Also all diese Beispiele aus dem Koran, nicht nur in Bezug auf Jesus, sondern über alle Wunder, sollen lediglich uns Menschen verdeutlichen, dass Gott groß ist und mächtig über alle Dinge und mächtig über alle Entscheidungen. Das ist der Grund. Ja? Es sind lediglich Beispiele für uns, die uns deutlich machen, dass es eben diesen einen Gott gibt, der alles schaffen kann und der auch uns geschaffen hat. Zur Geburt Jesu heißt es im Koran, und sie war schwanger mit ihm und zog sich mit ihm an einen abgelegenen Ort zurück.
und die Wehen überkamen sie an einem Stamm einer Palme. Sie sagte, O wäre ich doch zuvor gestorben und vergessen und verschollen. Da rief es von unter ihr, sei nicht verzweifelt, dein Herr hat bereits unter dir einen Bach geschaffen und schüttle den Palmenstamm zu dir, so lässt sich die frische Datteln über dich fallen. Also iss und trink und sei zuversichtlich und wenn du einen Menschen siehst, sage, ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt und spreche deshalb heute zu niemandem. Diese Geschichte findet sich nicht im Neuen Testament, sondern da erfahren wir das, was ich gelernt habe im Religionsunterricht und im Konfirmandenunterricht, also die Volkszählung, Bethlehem, der Stall, die Geburt. Ein ähnlicher Bericht wie hier im Koran geoffenbart wird, findet sich in den kanonischen Schriften. Also man weiß ja, dass im Konzil eben nur 4 Evangelien in das Neue Testament aufgenommen wurden. Es waren aber viel mehr Schriften da und Quellen da, aber man hat sich nur für diese 4 entschieden. Und in den außerkanonischen Schriften findet man also auch diesen Bericht mit der Palme. Und hier sieht man auch wieder, dass wenn Allah den Menschen in eine bestimmte Situation bringt, er auch immer Lösungen und Antworten gibt, da wieder herauszukommen. Also es ist gerade zur damaligen Zeit natürlich ungeheuerlich, dass man schwanger wird, ohne Ehemann. Und man vermutet dann und die Leute vermuten und Miriam hat Angst und zieht sich also zurück jetzt zur Geburt unter einen abgelegenen Ort, unter eine Palme. Und sie bekommt von Allah tröstende Worte und eben auch Versorgung, also Datteln und Wasser. Sie hat was zu essen, sie hat was zu trinken. Und wenn die Leute sie fragen, dann soll sie sagen, ich faste heute. Ich habe ein Schweigegelübde abgelegt, damit sie sich auch nicht verbal jetzt irgendwie herausreden oder entschuldigen muss. Also das ist eine ganz interessante Sache. Jetzt kommen wir zur Rolle und zum Auftrag Jesu. Da hatte ich ja ganz am Anfang schon Andeutungen gemacht mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Miriam kehrt daraufhin mit ihrem Kind zurück zu ihrem Volk. Den Fragen und Anschuldigungen gegenüber äußert sie sich nicht. O Miriam, du hast etwas Unerhörtes getan. O Schwester Haruns, dein Vater war kein schlechter Mensch und deine Mutter keine Hure. Sollen wir mit ihm reden? Stattdessen weist sie auf Jesus. Die Leute sagen, wie sollen wir mit ihm reden, der als Kind in der Wiege ist? Also das ist auch jetzt wieder ein Wunder, das da geschieht. Also sie kommt also zurück, hat das Kind dabei und die Leute beschuldigen sie quasi, wie kannst du sowas tun und deine Vorfahren waren alle gute Menschen und du kommst jetzt daher und hast da ein Kind dabei. Und Miriam antwortet nicht und sagt jetzt einfach, hier habt ihr Jesu und Jesus spricht nun, wie in der Verheißung erläutert, seine Rolle und seinen Auftrag mit den Worten. Ich bin Allahs Knecht, er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht und er hat mich gesegnet gemacht, wo immer ich bin und mir Gebet und Armensteuer aufgetragen, solange ich lebe und Güte zu meiner Mutter und er hat mich nicht hochmütig und elend gemacht und Friede auf mir am Tag, da ich geboren und am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich lebendig erweckt werde. Das ist die Sure 19, Vers 30 bis 33. In der Sure 3 finden sich darüber hinaus noch weitere Einzelheiten über das Leben Jesus. Dort heißt es in Fortsetzung der Ankündigung seiner Geburt, er lehrt die Schrift und die Weisheit und die Tora und das Evangelium und er ist Gesandter zum Volke Israels. In beiden Koranabschnitten geht es also darum, dass die Rolle Jesus, die das Prophetentum die das Prophetentum und des Gesandten Gottes ist. Das Evangelium im Koran, Injil genannt, ist hier offensichtlich auch nicht wie meist angenommen der Bericht vom Leben Jesus, sondern allein das Wort Gottes, das Jesus lehrte. Jesus zeigt seinen Zeitgenossen aber auch Zeichen der Allmacht Gottes, für die er schon selbst ja ein Zeichen ist. Also,
Der Auftrag ist hiermit klar, er ist Allahs Knecht und Allah hat ihn gesegnet und ihm Gebet aufgetragen, Armensteuer aufgetragen, die Mutter zu ehren, nicht hochmütig zu sein, Frieden zu stiften und Friede auf ihm am Tag, da er geboren wurde und am Tag, da er stirbt. Er lehrt die Schrift und die Weisheit, die Tora und das Evangelium und das ist seine Bestimmung. Das ist die Bestimmung, die Allah Jesus im Koran gibt. Und wir wissen ja, dass er gelehrt hat, schon in der Jugend, also auch aus dem Neuen Testament, als Kind. Dann geht er uns leider verloren, viele, viele Jahre. Und dann die vier Evangelien berichten dann eigentlich nur noch über die letzten drei Tage. Jesus hat aber, ich meine, Jesus war Jude. Er ist im Judentum groß geworden, er hat das Judentum praktiziert und er hat eigentlich, um das so mal ganz grob zu sagen, bemängelt, als er auch im Tempel für Furore gesorgt hat und die Tische umgeschmissen hat, der Händler und so weiter, und die Pharisäer und Schriftgelehrten angegriffen hat, dass er quasi gesagt hat, das, was ihr da macht, ist reine verbale Diskussion. Ihr habt das Gesetz und den Lebensweg Gottes totgeredet. Ja? Ihr müsst dem Ganzen wieder Sinn und Leben geben. Das war eigentlich sein Auftrag. Ja, das Evangelium war dazu da, dem Judentum wieder Herz zu geben, wieder Seele, wieder Spiritualität zu geben und nicht auf kleinliche Schriftgelehrtenheiten zurückzugreifen und darüber zu diskutieren. Und das war auch einer seiner Aufträge, die er von Gott bekommen hat. Und für mich als ehemaliger Christ stellt sich natürlich auch die Frage, wie man sich das überlegt. Man weiß noch von seiner Jugend ein bisschen was, von seiner Kindheit. Aber dann fehlen plötzlich so viele Jahre dazwischen, wo normal ein jüdischer Mann in der Synagoge sich ausbilden lässt, wo er heiratet, wo er Familie hat. Ja? Da sind überhaupt keine Informationen da. Ja? Und das hat mich immer so ein bisschen verwundert, auch damals so im Konfirmandenunterricht, dass da keine Infos da sind. Was hat er in diesen 20 Jahren gemacht oder in diesen 15, 16 Jahren? Das wäre natürlich hochinteressant zu wissen. Dann möchte ich noch kurz, ich werde nicht alles auf alles eingehen, aber auf die Wunder noch eingehen, die ihm ja zugeschrieben werden und auch wieder einen Koranvers vorlesen. Dann spricht Allah, O Isa, Friede sei mit ihm, Sohn der Maryam, gedenke meiner Gnade gegen dich und deine Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, damit du zu den Menschen redest in der Wiege und als Erwachsener. Und als ich dich die Schrift lehrte und die Weisheit und die Tora und das Evangelium. Und als du aus Ton mit meiner Erlaubnis etwas wie einen Vogel schufst und hineingehaucht hast. Und es mit meiner Erlaubnis ein Vogel wurde. Und als du die Blinden und Aussätzigen mit meiner Erlaubnis geheilt hast. Und die Toten mit meiner Erlaubnis herausgebracht hast. Und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du ihnen die deutlichen Zeichen brachtest. Es gibt viele oder einige solcher Stellen, wo auf die Wunder Jesus hingewiesen wird. Aber das Entscheidende ist hier immer, dass da steht, du hast das gemacht mit meiner Erlaubnis. Also nicht Jesus hat irgendwas von sich aus bewirkt, sondern nur durch Gott, nur durch Allah war er in der Lage, Wunder zu tun. Nur weil Allah das zugelassen hat und ihm diese Kraft gegeben hat, konnte er Wunder vollbringen. Das macht hier der Koran eben sehr deutlich. Dann noch ein Wort zu den Jüngern. Die werden finden nämlich auch Erwähnung in den, im Koran. Also es ist wie mit allen Gelehrten und Propheten, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das ist, glaube ich, sogar ein Spruch von Jesus. Und hier steht im Koran, und als Isa ihren Unglauben wahrnahm, sagte er, wer sind meine Helfer zu Allah?
Da sagten die Jünger, wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah, also bezeugen wir, dass wir ergebene Muslime sind. Unser Herr, wir glauben an das, was du herabgesandt hast und folgen den Gesandten. Also schreibe uns mit den Zeugen des Glaubens nieder. Also das ist nur so ein Hinweis, dass also quasi Allah, Jesus Isa gepredigt hat in der Menge und den Unglauben sah und dann gesagt, ja, wo sind denn jetzt diejenigen, die glauben? Wo sind denn meine Helfer zu Allah? Und sich eben dann die Jünger, einige da aus dieser Masse hervorgehoben haben, um Jesus und seinem Weg zu folgen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, nämlich der Kreuzigung. Und das ist ja das, der Knackpunkt an sich überhaupt, aber ich bin immer wieder sehr glücklich darüber, wie deutlich der Koran uns die Dinge vor Augen führt oder wie einfach er über diese komplizierten Dinge redet und uns dann als Muslime so quasi den Rückhalt gibt, auch in der Argumentation. Wie angedeutet, wollten die Feinde Jesus ihm schaden. Allah erinnert Jesus. Also jetzt kommt wieder Koran. Und als sich das Volk Israel von dir zurückhielt, auch in der, habe ich gerade vorgelesen, auch in der Sure 3 wird dies angedeutet, sie machten Pläne und Allah machte Pläne und Allah macht die besten Pläne. Diese Hinweise beziehen sich auf den Versuch der Ungläubigen des Volkes Israel, Jesus umzubringen. Hiervon berichtet der Koran auch noch an einer dritten Stelle etwas ausführlicher, jedoch ohne irgendwelche Einzelheiten mitzuteilen. Da heißt es, die Ungläubigen vom Volke Israels haben sich schuldig gemacht wegen ihrer Rede, wir haben den Messias Isa, Sohn der Maryam, Allahs Gesandten, getötet. Doch sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern es schien ihnen so. Und jene, die darüber uneinig sind, sind selbst alle im Zweifel darüber. Sie haben kein gesichertes Wissen darüber, außer dem Befolgen von Vermutungen. Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben und Allah ist allmächtig und weise. Dieser Vers ist übrigens wohl derjenige, der die Verständigung zwischen Muslimen und Christen über die Rolle und Auftrag am schwierigsten macht, denn das für das Christentum so zentrale Ereignis, die Kreuzigung Jesus, wird hier vom Koran eindeutig in Abrede gestellt. Also der Koran sagt hier, die Kreuzigung hat so nicht stattgefunden. Jesus wurde nicht gekreuzigt. Ohne Kreuzigung aber ist der Vorstellung vom stellvertretenden Leiden und Opfertod Jesus der Boden entzogen und damit der Vorstellung von der Gottessohnschaft Jesus im Sinne der Trinität auch der Sinn genommen, die kirchliche Dogmatik insgesamt zusammengebrochen. Christlicherseits spricht man davon, die Lehre vom Opfertod Jesus sei ein Ärgernis oder ein Anstoß für die Nichtchristen. Andererseits muss die völlige, unverblümte Behauptung des Korans, Jesus sei nicht getötet und nicht gekreuzigt worden, ebenso ein echtes Ärgernis für Christen sein. Ja, also gemäß dem muslimischen Grundsatz, den Glauben des Christen zu tolerieren, kann es darum an dieser Stelle nicht darauf ankommen, die Kreuzigungsgeschichte des Neuen Testamentes zerpflücken zu wollen. Also das ist der zentrale Punkt, der uns ganz deutlich trennt. Ja, auf der anderen Seite der christliche Gedanke eben, dass Jesus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, dass er das Leid von uns Menschen übernommen hat und für uns gelitten hat am Kreuz. Und auf der anderen Seite einfache und klare Aussage des Korans, wo es dann heißt, er ist gar nicht gekreuzigt worden, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhöht. Das entscheidende Wort Subiha lahum, also sie, es schien ihnen so, kann eben zwei Sachen bedeuten. Also entweder er schien ihnen so oder es schien ihnen so. Also das, die Kreuzigung.
Es heißt also, entweder, so wie Allah viele, viele Wunder tut, ja, wir wissen ja, dass die Römer, die ihn verhaftet haben, Jesus nicht gekannt haben. Deshalb ja auch der Bruderkuss von Saulus, der nach, wo jetzt auch in den letzten Jahren immer diskutiert wird, ob er den Auftrag von Jesus bekommen hatte, ihn zu verraten. Ja, Judas, Entschuldigung. Dankeschön. Also Judas. Also die Römer kannten ihn nicht. Also es könnte durchaus sein, dass, wenn es heißt, er schien ihnen so, dass eine Verwechslung stattgefunden hat, dass eine Kreuzigung stattgefunden hat, aber jemand anders gekreuzigt wurde. Das ist die eine Version. Oder es schien ihnen so, dass also quasi irgendwas stattgefunden hat, was die Leute glauben ließ, dass hier eine Kreuzigung stattgefunden hätte. Wie auch immer man das jetzt interpretieren will. Die meisten Koranausleger erklären es als, er schien ihnen so. Also es war eine Verwechslung. Es wurde gekreuzigt, aber nicht Jesus wurde gekreuzigt, sondern irgendein anderer. Denn die Juden, die Jesus töten wollten, und die Römer, die ihn verhaften, kannten ihn nicht persönlich und konnten ihn deshalb auch nicht erkennen. Der Koran selbst warnt allerdings vor all diesen Spekulationen eindringlich mit den Worten, und jene, die darüber uneinig sind, sind selbst alle im Zweifel darüber. Sie haben kein gesichertes Wissen darüber, außer dem Folgen von Vermutungen. Und deshalb gibt es da auch für uns Muslime keinen Grund, jetzt darüber lange zu diskutieren, sondern für uns heißt es eben, die Kreuzigung hat so nicht stattgefunden. Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern Allah hat ihn zu sich erhöht. Ohne auch nur im Geringsten polemisch sein zu wollen, lässt sich an dieser Stelle zusammenfassend sagen, die koranischen Aussagen über die Kreuzigung Jesus ist die genaue Antithese zur Aussage des Christentums. Gott kam nicht herab auf die Erde, um sich kreuzigen zu lassen, sondern Gott erhob Jesus, denn seine Feinde kreuzigen wollten, zu sich und vereitelte die Kreuzigung überhaupt. Nicht der ohnmächtige Jesus leidet am Kreuz, sondern der allmächtige Gott rettet und schützt vor Leiden und Not. Es geht in Wirklichkeit nicht um Jesus, er ist Geschöpf Gottes und sein Prophet, sondern es geht in Wirklichkeit um Gott und das Verhältnis der Menschen zu ihm. Zur Erhöhung Jesus wird Folgendes gesagt im Koran. Als Allah sprach, O Isa, ich bin es, der dich entschlafen lässt, und ich erhöhe dich zu mir, und ich bin es, der dich reinigt von den Ungläubigen. Und ich setze die, die dir folgen, über die, die ungläubig sind, bis zum Tag der Auferstehung. Dann ist zu mir eure Rückkehr, und ich entscheide zwischen euch, worüber ihr uneins wart. Ja. Also hier wird nochmal ganz deutlich, Allah nimmt in seiner Barmherzigkeit Jesus zu sich. Genaueres wird da nicht gesagt. Und nun nochmal so gleich zum Abschluss die eindeutigen Aussagen des Koran, dass Jesus nicht Gott ist. Da wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen, aber einige hier sind ganz deutlich. Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Also Gott ist Jesus. Und wer hätte Macht über Allah, wenn er den Messias, den Sohn der Maryam und seine Mutter und wer immer auf der Erde vernichten wollte? Allahs ist das Reich der Himmel und der Erde und was dazwischen ist. Er schafft, was er will und er hat Macht über alle Dinge. Man muss darauf hinweisen, dass der Koran die Aussage, Gott sei Jesus, als Unglauben verwirft. Das hier verwendete Wort Kufr bedeutet eigentlich verbergen oder zudecken. Und gemeint ist hier also das Zudecken der Wahrheit über Gott. Wer über Gott nicht die Wahrheit spricht, der verbirgt diese Wahrheit, verdeckt sie. Das ist Kufr, Unglaube, selbst wenn der Koran die Christen an anderer Stelle zu den Leuten der Schrift, Ahlul Kitab, rechnet. Der Koran beschreibt die Christen offensichtlich aus unterschiedlichen Perspektiven, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer Theologie,
deren Kernsätze von der Gottessohnschaft und der Trinität er als Verdeckung der Wahrheit von Gott bloßstellt und hinsichtlich ihrer Religionsgemeinschaft, die er wegen der ihr zugrunde liegenden Offenbarungsschrift dennoch toleriert. Ihr aber abverlangt, sich entsprechend dieser Offenbarungsschrift Gott wohlgefällig zu verhalten. Ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ganz einfach. Also der Koran, im Koran steht, Allah kann alles verzeihen außer Schirk. Allah kann alles verzeihen, außer dass man sagt, es gibt noch mehr Götter. Ja, also das muss man sich vorstellen. Allah ist so barmherzig, dass er jedem Mörder, Vergewaltiger, jedem, der Schlimmes tut, verzeihen kann. Das ist im Rahmen seiner Barmherzigkeit, wenn er das möchte. Was er aber nicht verzeiht, ist das Einzige, dass man Gott sagt, er ist geteilt, er ist mehr, er ist nicht einer. Das wird ganz klar aus dem Koran sehr deutlich. Ja? Und deshalb auch diese Behandlung des Korans der Christen, dass man eben einmal sagt, dass eben zu behaupten, Gott sei drei, eben ganz klar als Unglaube oder als Verdeckung der Wahrheit bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite wir als Muslime ermahnt werden, mit den Christen zu wetteifern im Guten. Das sind also die zwei Perspektiven, die wir uns vor Augen führen müssen. Also die Rechtfertigung, oder sagen wir so, zu sagen, da gibt es Leute, die verdecken die Wahrheit, die sagen, Gott ist drei, rechtfertigt uns Christen nicht, sie dafür zu verfolgen oder zu hassen, sondern wir sind aufgefordert als Muslime, den Dialog zu suchen, die Diskussion zu suchen, aber uns auf die Gemeinsamkeiten zu bauen und zusammen zu leben. Denn wir leben zusammen. Und wir wissen von der Historie, 600 Jahre Spanien, dass das wunderbar funktioniert hat. Dass Juden, Christen und Muslime Grundlagen gelegt haben für die Aufklärung in Europa. Ohne die Vorarbeit, die Übersetzungsarbeit, die wissenschaftlichen Leistungen in Cordoba und in Südspanien, wäre die Aufklärung in Europa niemals möglich gewesen. Und da haben Juden, Christen und Muslime zusammengearbeitet. Und solche Dinge müssen wir uns immer vor Augen führen, wenn es eben um diese Betrachtung geht. Deshalb nutzt es auch nichts, wenn man also solch ein Thema hat und alles versucht, schön zu reden. Es gibt sehr schöne und sehr viele Gemeinsamkeiten, auf die wir als Muslime und Christen und Juden bauen können. Das ist nämlich das, was ich zu Anfang gesagt habe und was jetzt wieder zum Schluss kommt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben also... Der Prophet Mohammed und der Isa haben die gleichen Aussagen quasi gemacht. Der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sagt, keiner ist gläubig, bevor er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das ist die Maxime. Also man glaubt nicht, ja, wenn man nicht seinen Ego überwindet und für die Gemeinschaft lebt. Das ist das, was Jesus und was Isa vorgelebt haben. Und dazu hatte jeder seinen persönlichen Weg. Wir haben als Grundlage Koran und die Sunna, die Hadithe des Gesandten Mohammed, die uns dazu anleiten, solche Menschen zu werden. Ja, und das Christentum hat auch diese Anweisungen und die Tora hat auch diese Anweisungen, die 10 Gebote. Grundlagen für jedes Menschenrecht, die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht lügen, die Eltern ehren. All diese grundlegenden Dinge, die wichtig sind für ein gemeinschaftliches Zusammenleben, egal wo auf der Welt. Das ist die Maxime, das ist die Grundaussage einer jeden Religion. Und darauf müssen wir aufbauen. Also, es geht darum, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben, gemeinschaftlich auch für uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen, aber die Dinge, die uns trennen, nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Ganz offen und respektabel damit umzugehen. Um deutlich zu machen, jeder hat eine Position, aber wir können damit leben. Ich kann den Glauben des Christen akzeptieren und damit leben. Im Übrigen habe ich neulich zufällig so eine E-Mail von einem Christen
was heißt zufällig, wurde mir empfohlen, das zu lesen, gehört, wo es heißt, ja, es gibt nicht den Islam. Natürlich kann man den Koran verschiedentlich interpretieren, auslegen und so weiter und so weiter. Aber ich habe in meiner langjährigen Dialogarbeit Pfarrer kennengelernt, wo der eine sagt, Gott ist drei, und der andere Pfarrer sagt, Jesus war Prophet. Das gibt es auch. Also es gibt durchaus Pfarrer in Deutschland, die sagen, Gott ist einer und Jesus war ein Gesandter. Also wir finden alle diese Ansichten und Spektren innerhalb unserer Glaubensgemeinschaften. Gut, dann schaue ich mal, ob ich jetzt am Ende bin. Also dann, ja, vielleicht noch ein Satz, so zum Abschluss. Das, was ich also gesagt habe oder was hier in diesen vielen Blättern steht, ist die wahre Lehre, die wahre Botschaft Jesus nach dem Koran. Es gibt nur einen einzigen wahren Gott. Ihm alleine sollen wir dienen. Ihm dürfen wir nichts zur Seite stellen. Niemand und nichts dürfen wir zwischen ihn und uns als Mittler setzen. Also im Islam gibt es auch kein Priestertum. Ja? Gleich um wen oder was es sich dabei handelt. Die Lehre Jesus ist die Lehre von einem einzigen wahren Gott und dem Verhältnis der Menschen zu ihm. Mit anderen Worten, Jesus lehrte den Islam, die friedenbringende Ergebung in Allahs Willen, das Friedenmachen durch Hinwendung zu Gott. Vielen Dank.